So, liebe Zuschauer, da sind wir mal wieder. Wir sind unterwegs auf dieser Privatstraße vom Hotel in den nächsten Ort. Und der nächste Ort ist Pagera und den schauen wir uns heute mal kurz an. Pagera ist ungefähr 2 Kilometer vom Hotel entfernt. Und wir haben inzwischen einen Parkplatz gefunden und jetzt geht es zu Fuß weiter zu der Hauptstraße, zum Boulevard. Das hier ist der Pagera Boulevard, also die Hauptstraße. Mein Gott, da fahren aber sehr viele Autos durch. Aber eigentlich wenig Leute. Hier der Grillmüller, naja, die Frau kennt man ja aus Big Brother. Pagera ist ein ganz besonderer Ort hier auf Mallorca, der von den Deutschen seit mehreren Jahren gerne besucht und aus diesem Grund oft auch sogar als Little Germany bezeichnet wird. Nein, hier ist kein Ballermann, hier geht alles ein bisschen gesitteter zu. Naja, links und rechts sehr viele Bekleidungsgeschäfte, die sogenannten Klamottenläden. Naja, wenn man hinüberschaut zur anderen Seite, genau das Gleiche. Es werden die gleichen Sachen angeboten. Also viel Neues habe ich hier zurzeit nicht entdeckt. Naja, wir waren ja auch nicht so lange da. Hier werden da so ein paar Anhängsel ausgesucht. Und dann ging es auch schon weiter. So, wir machen gerade eine kleine Pause. Eine kleine Pause hier in Pagera an der Hauptstraße. Also ich glaube, wir haben 32 Grad. Es ist furchtbar warm hier. Aber so voll, wie man es von früher her kennt, ist es natürlich nicht. Sehr wenig Leute jetzt hier so. Viele Läden haben noch geschlossen. Sind noch nicht auf, aber wir schauen mal weiter. Hier gibt es die altbekannten Postkarten noch zu kaufen. Und jetzt tun mir schon die Füße weh. Ich bin jetzt hier in einem, nicht in einem Restaurant, sondern lass mal meine Füße von Fischen bekrabbeln. Das fühlt sich an wie so 12 Volt Stromschläge, die sie haben. Aber die Haut wird gereinigt. Das heißt, die tote Haut wird von diesen kleinen Fischen aufgefressen. Ja, und das wollen wir nochmal getestet haben hier. Ich finde das nochmal sehr interessant. Geht hier also sehr, sehr korrekt zu. Vorher werden einem die Füße gewaschen, desinfiziert und dann erst können wir die Füße in dieses Fischbad hier rein. Das dauert ungefähr 15 Minuten, lese ich gerade, und das kostet 10 Euro. Hier gibt es die leckeren Torten, aber es ist noch früh am Morgen. Wir wollen jetzt keine Torte essen, sondern ein vernünftiges deutsches Frühstück, was wir hier so im Hotel nicht bekommen haben. Guten Appetit. Danke. Hier sehen wir es. Lachs, Schinken, Käse, Butter und natürlich Brötchen, die man so nach einigen Tagen vermisst. Der Tag geht schnell vorbei, ruckzuck und schon ist es wieder Abend. Wir sitzen hier zum Abendessen.
Naja, viel ist hier nicht los, viele Leute sind noch nicht da. Vielleicht kommen sie auch erst etwas später. Zum Abschluss ein Espresso. Ja, und hier auf der Straße sieht man sie. Da sind sie, die Urlauber. Sie sitzen draußen und schnabulieren bei Musik und Bier. Ja, ganz ins Gewühle wollten wir nicht rein mit der Kamera. Hier zum Beispiel bei Krümel. Krümel ist ein bekannter Treffpunkt für viele. Dort werden auch bekannte Prominente aus dem Fernsehen eingeladen, die dort ihre Show machen. Schauen wir mal weiter, was es noch so gibt, den Boulevard entlang. Es ist, glaube ich, jetzt schon 10 Uhr abends und da ist nicht mehr viel los. Gehen wir mal hier in die Hohle Gasse zum Strand. Ja, durch diese Hohle Gasse. Ja. Das habe ich auch noch nie gefilmt. Abends um 10 Uhr und der Mond am Himmel. Naja, ein paar Urlauber findet man hier auch. Am anderen Tag wollen wir mal wieder sehen, was es so zum Frühstücken gibt. Doch diesmal gehen wir woanders hin. Hier ein kleines deutsches Restaurant. Das ist die S-Bar und wird von zwei Deutschen betrieben. Und es ist relativ immer gut besucht. Currywurst, Baguette, Salate, Fischbrötchen, ja, und das leckere Frühstück, das kann man hier bekommen. Ein sehr empfehlenswertes Lokal, muss ich schon sagen. Mit dem besonderen Blick nach draußen, also aufs Meer. Hier am Boulevard ein beliebtes Vier-Sterne-Hotel, ganz klasse. Hinten heraus sitzen sie auf der Terrasse mit Blick aufs Meer. Vor allem im Oktober und November bekommt man hier sehr, sehr günstig die Zimmer. Da sind die Preise im Keller, wie man so schön sagt. Hier sind wir an der großen Bucht in Pagera mit dem Strandleben. Es ist jetzt Mittagszeit und sehr viele Leute sieht man hier am Strand. Auch an die Kinder hat man gedacht, denn sehr viele Familien sind ja auch mit Kindern hier, gerade jetzt in der Urlaubszeit. Aber wie wir sehen, doch alles sehr wenig, sehr dünn gesät. Wer nicht unbedingt ins Wasser will, der kann sich hier austoben. Sehr interessant für die Kids. So schön die Poolanlage eines Hotels auch sein mag, ein Strandbesuch gehört einfach dazu.
Das ist Alfredo, den habe ich im letzten Jahr aufgenommen, auch hier in Pagera am Strand. Das Herr war nicht so mehr, doch er bleibt mit zwei Freunden, die Gitarre und das Meer. Juanita, Anita, Juanita, Anita, Juanita ist das Mädchen auf der großen Fernwelt. So nehmt die Gitarre hier in der Almagel. O man geht von Casablanca, o man kommt von Salvador. Singt allein von Juanita, der Liebe verlor. Juanita, Anita, Juanita, gib mir wohl kein anderes Mädchen. Doch sein Liebe war mir leer. Doch hier bleiben die zwei Freunde, diese Gitarre und das Meer. Die Gitarre und das Meer. So, wir sind wieder auf Tour und diesmal geht es ja in den Norden. Nach 300 Metern fahren Sie um den Kreisverkehr herum. Und wir sehen schon die Bergkette im Hintergrund, das ist die Serra de Tramuntana. Übrigens wurde diese Bergkette 2011 zum Weltkulturerbe erklärt. Diese beeindruckende, fast 90 Kilometer lange Gebirgskette erstreckt sich von Andratx im Südwesten bis hin zum Kap Formentor im Norden. Außerdem gibt es hier in diesen Bergen das bekannte Kloster Juk und einige bedeutende Landgüter. Fahren Sie um den Kreisverkehr herum. Zweite Ausfahrt. So, nach gut einer Stunde Solje erreicht. Und nun haben wir uns auch wieder verfranst, hier in den engen Gassen. Das ist wohl eine Schulklasse, die wir hier antreffen. Aber irgendwie müssen wir einen Parkplatz finden. Ja, da stehen Autos. Da müssten wir einen Platz finden. Alles klar, wir haben sie. Das Städtchen Solje liegt im Herzen des Orangentals. Wohlhabend wurde der Ort durch die reichlich vorhandenen Orangen- und Zitronenhaine im Tal. Die Früchte wurden Anfang des 19. Jahrhunderts nach Frankreich per Schiff verkauft. Hier das Rathaus und die Kirche St. Bartholomä. Gaudi-Schüler prägten das typische Aussehen. Hier findet man auch die meisten Touristen. Markt war vormittags gewesen, wir kamen zu spät und die Kirche war am Samstag leider geschlossen. Vor der Corona-Pandemie war es hier so voll von Touristen, dass man kaum durchkam.
Hier ein Apfelsinenbaum. Ja, da stehen mehrere vor der Kirche. Leider konnte ich nur zwei heruntergefallene stibitzen. Da kommt der rote Blitz, die historische Schmalspurbahn von Palma nach Sollier. Ein nostalgisches Reiseerlebnis. Seit 1929 fährt die Bahn nach Palma, passiert 13 Tunnel und viele Brücken. Hin- und Rückfahrt 25 Euro. Wegen zu wenig Touristen hatte man die Bahn bis Juni 2021 stillgelegt. Wir haben noch etwas Zeit und schauen uns die Innenstadt an. Alles sehr sauber, aber sonst tote Hose. Und schon treffen wir wieder auf die Bahn. Es geht zurück nach Palma. Unsere Fahrt mit dem Auto geht auch zurück zum nächsten Ort nach Val de Mossa, inmitten der Region Serra de Tramontana. Der beschauliche Ort auf über 400 Meter Höhe wurde von den einstigen Königen Mallorcas wegen seines lauen Sommerklimas sehr geschätzt. Ein Kurort für Asthma und Lungenkranke. Bei einem Rundgang durch den Ort mit seinen vielen kleinen Nebengässchen fallen einem die überall an den Häusern aufwendig gestalteten Kacheln auf. Val de Mossa ist die Geburtsstadt der heiligen Catalina Tomasch. Ja, die wird hier von den Mallorquinern sehr verehrt. Der wohl bekannteste Besucher des Ortes war der Komponist Frédéric Chopin. Er litt an der Lungenkrankheit und verbrachte mit seiner Geliebten den Winter 1838-39. Nach nur 3 Monaten starb er im Alter von 39 Jahren an seiner Krankheit. Zurückgeblieben sind seine unvergesslichen Klavierwerke.
Wie man weiß, hatte er hier in Valdemossa eine seiner Kompositionen zu Ende gebracht. Am späten Nachmittag geht es wieder zurück nach Palma. Ja, und wie es weitergeht, sehen Sie im nächsten Teil 4. Danke fürs Zuschauen und tschüss. Nehmen Sie die Ausfahrt, dann fahren Sie auf die Autobahn.